Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Als ich den Antrag letzte Woche zum ersten Mal gelesen habe und am Ende angekommen bin, habe ich noch mal auf die erste Seite geguckt und ich hatte es richtig behalten, der Antrag war von der CDU. Ich muss Ihnen sagen, liebe Kollegen, ich hätte Ihnen mehr zugetraut als diesen Antrag. Die von Ihnen geschilderte Ausgangslage ist kryptisch, Ihre Feststellungen unausgewogen und Ihre Forderungen teils überholt und in weiten Teilen sicher noch nicht mal mehrheitsfähig in der weiten Szene der Weiterbildung. Solange Sie die Weiterbildung mit Sätzen belegen wie »damit deckten Sie einen zusätzlichen Bildungsbedarf außerhalb von Schule und Hochschule ab«, deklassieren Sie die Weiterbildung und geben ihr nicht den Stellenwert, der ihr eigentlich zusteht. Weiterbildung existiert nicht außerhalb, sondern sollte neben Schule und Hochschule den gleichen Stellenwert in unserem Bildungssystem haben. Auch wenn Herr Kaiser gerade gegangen ist, der ja eigentlich die Weiterbildung in Ihrer Fraktion vertritt und im Gegensatz zu mir seine beruflichen Wurzeln in der Weiterbildung hat, so appelliere ich an ihn, lassen Sie es bitte nicht zu, dass Ihre Fraktion die Weiterbildung außerhalb des Bildungssystems stellt. Ich zitiere dann mal aus einem Teil Ihrer Ausgangslage. Durch unsere älter werdende Bevölkerung werden die Einrichtungen der Weiterbildung eine zusätzliche Bedeutung bekommen. Diese Bedeutung wird dann erklärt oder begründet mit lebenslangem Lernen, zurückgehenden Angeboten von qualifizierten Arbeitskräften, lebenslangen Weiterqualifizieren, um höher qualifizierte Fachkräfte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Hier fragt man sich doch, bereiten Sie mit einem kurzen Ausflug in die berufliche Weiterbildung und dem weitestgehend nicht bei der Familienbildung und nicht bei der Volkshochschule angesiedelten beruflichen Bildung die Bevölkerung auf eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit vor. Und dann kommt das Bonbon. Die demografische Entwicklung lenkt den Blick auch auf die Teilnahme von älteren Menschen am kulturellen Leben als eine der zukünftigen Aufgaben und Chancen unserer Gesellschaft. Diese Bildungsaufgabe für ältere Menschen ist laut Ihrem Antrag dann eine bedeutende Aufgabe der Weiterbildung. Meine Vorstellungen vom kulturellen Leben sind sicherlich andere als die Ihren. Und ich muss Ihnen sagen, für mich ist kulturelle Bildung ein dauerhaftes Bedürfnis. Und da muss ich nicht erst für alt werden. Dass Sie die gesamte Weiterbildung in meiner Wahrnehmung sogar unterschätzen, dass sie einen erheblichen Beitrag zur Integration von Zugewanderten und Flüchtlingen leisten, da sind wir uns unbeschritten einig. Aber dann kommt etwas in Ihrem Antrag folgend, das kann ich so nicht stehen lassen. Sie verweisen auf die Kürzungen aus dem Jahre 2003 und haben ganz vergessen, was Sie 2005 gemacht haben. Ich kann mich sehr wohl noch an die Aussage von Boris Becker im PUA West-LB erinnern, der sinngemäß gesagt hat, wir haben uns die ersten zwei Jahre mit der Abarbeitung unserer Wahlversprechen befasst, und das war der Schuldenabbau. Und darunter hat nämlich dann auch die Weiterbildung gelitten, wo Sie jetzt, Herr Tennenberg, sagen, die rot-grüne Landesregierung hätte hier die Weiterbildung vernachlässigt. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben 2010 Ihre Kürzungen von 2005 zurückgenommen, und wir haben kontinuierlich jedes Jahr etwas darauf getan. Wir waren sogar so schnell in 2015, als der Flüchtlingsstrom absehbar war, dass wir sofort in einem Nachtragshaushalt nachgelegt haben. Und wir können höchstens sagen, wir haben die Qualität der Weiterbildung unterstützt, wie viel sie daraus gemacht hat. Die Folge daraus war ja auch 2016 noch mal was mehr in dem Haushalt. Und ich glaube, einzelne Mitglieder Ihrer Fraktion haben weder die Pressemitteilung der Minister gelesen, die diese Woche herauskam, noch heute bei dem Tagesordnungspunkt des Nachtragshaushalts hier anwesend war. Frau Stotz hat es auch gesagt, 6,25 Millionen mehr auf Dauer und zur Grundfinanzierung der Weiterbildung. Ich glaube, das hätten Sie nie zustande bekommen, was wir gemacht haben, und Sie werden es uns auch nicht nachmachen können.
Und dann noch ein kleiner Hinweis zur Alphabetisierung und Grundbildung. Sie haben gesagt, Mittel wurden gekürzt. Ja, die Mittel wurden gekürzt, aber eben nicht für Alphabetisierung und Grundbildung. Und das ist auch ein Verdienst von Rot-Grün. Frau Kollegin, Ihre Redezeit. Ja. Meine Redezeit geht zu Ende. Noch ein kleiner Hinweis zu Ihren innovativen Ausschweifungen, die Sie gemacht haben. Sie wissen, dass es dafür Mittel im Ministerium gibt. Und ich kann Ihnen sagen, genau die Familien- und Erwachsenenbildung hat davon den größten Teil abbekommen, neben den Volkshochschulen. Und ich danke jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank, Frau Kollegin Zentlich. Für die FDP spricht Frau Kollegin Schmitz.